Hallo. Heute haben wir es ja schon Donnerstag und heute geht es bei mir hauptsächlich um den Haushalt. Das steht ja jeden Tag bei uns an. Ist immer ein großes Thema bei uns, da immer irgendwas anfällt, wo gemacht gehört. Heute wird es speziell um die Küche gehen, ums Wohnzimmer, das Schulregal gehört aufgeräumt. Dann stelle ich noch die Schulsachen vor, die wir gekauft haben für die Kinder. Und ja, dann war es das vorerst mal. Eben da das übliche Geschirrspüler gehört eingeräumt, die Fläche gehört wieder gemacht, das gehört wieder rausgewischt. So, wir wollten ja heute noch die Schulsachen vorstellen, die wir für die Kinder gekauft haben. Da ist es heuer wieder einiges geworden. Also es waren ziemlich viele tolle Marken dabei. Und zwar haben wir die Oxford-Blöcke ausgesucht, liniert und die haben wir dann auch noch kariert. Speziell für Mathematik. Dann hat jedes Kind noch Mathehefte bekommen. Auch von Oxford. Dann Zeichenblöcke hat jedes Kind bekommen in A4 und in A3. Von Folia haben wir die ausgesucht. Dann so Lernhelfer von Brüchen. Dann hier die Maltafel mit dem 100er Feld, wenn man das umdreht. Das ist magnetisch. Und solche Teilchen hernimmt, zum Beispiel die Zweierreihe, kann man so markieren dann. Dann haben die Kinder ein anschauliches Beispiel davon. Dann haben wir da für die größeren Zahlen zum anschaulichen Erklären die 100er, Platten, 10er und auch eine 1000er Würfel. Der gehört auch noch da dazu. Dann haben wir uns für die Buntstifte von Jolly entschieden. Die sind relativ dick und auch ideal für Kinder, weil sie nicht so leicht abbrechen. Das hat auch jedes Kind bekommen. Ein paar haben es natürlich schon zu ihren Sachen dazu getan. Dann haben wir neue Stifte ausgesucht. Diesmal von Amazon. Die Kinder wollten die auch unbedingt haben wegen den Tierköpfen. Die sind relativ dünn. Ich kriege das jetzt leider nicht aufs Video drauf. Ein ganz dünner Nachfüllkopf ist es dann jeweils. So sieht das aus. Ein ganzer Sack voller Patronen dann. Das wird dann auch nicht so schnell leer. Dann Uho-Stick, ganz normale, weil das nicht so klebrig ist dann. Dann die Stifte haben wir von Bic ausgesucht, die Bleistifte. Dann haben wir noch, auch von Jolly, die Wachsmalkreiden ausgesucht. Die hatte ich als Kind schon und die sind perfekt. Die kann man auch immer weit nach vorne machen und selber spitzen. Die hat auch noch keiner benutzt, die sind mal neu. Dann haben wir von Herlitz die Wasserfarben. Das ist doppelt mit Deckweiß dabei, auch für jedes Kind.
Dann darüber haben wir schon gesprochen. Die Blöcke, dann die Hefte. Da haben wir einen ganzen Stapel. Die sind auch super von Oxford. Liniert. Und für die kleineren mit der Zweierlinatur für die Unterstufe. Dann haben wir für jedes Kind noch Binde gekauft, verschiedene. Und Radiergummis. Die Mädchen wollten noch solche speziellen Radiergummis. Wir müssen mal schauen, wie lange die halten. Ja, dann war es das soweit. Und hier haben wir auch noch die Nachfüllpatronen für diese Stifte. Die haben wir vom letzten Jahr. Und dann haben wir so einen Behälter gemacht, dass jeder so seinen Stift rausnehmen kann. Und hier ist es auch ganz toll für Bruchrechnen. Falls die Kinder Probleme haben, können sie sich da alles anschaulich selbst beibringen. Natürlich erklären wir das auch noch gut. Ja, das war dann alles vorerst heuer. Heuer mussten wir nicht ganz so viel nachkaufen. Aber es ist natürlich trotzdem einiges geworden. Unsere Katze hat heute den tollen Einfall gehabt zu klettern. Ziemlich hoch oben. Ich hoffe, sie kommt wieder runter von selbst. Und die ist nur so jung, ob sie das jetzt schafft. Ja, aber doch ein Fehler. Müssen wir die Leiter auspacken? Sie hat Angst. Ja, wenn sie nicht bald runterkommt, dann hole ich die Leiter. Hey! Ich glaube, sie schafft das. Ja? Ja, Mama. Jetzt probiert sie es anscheinend doch runterzukommen. Jetzt hat sie es doch geschafft. Da sind wir froh. Jetzt ist sie ungefähr einen Meter vom Boden weg. Jetzt geht's. Es ist einfach nie langweilig mit Tieren im Haus. Sie klettern auf unsere Bäume hoch und ja, schaut manchmal schlimmer aus, als das ist. Das ist ihr Lieblingsspiel, gell? Gesundheit! Mit leckeres Knusperfilet mit Kartoffeln dazu. Das hier. Und wahrscheinlich noch bei den Kartoffeln, ein paar Soßen. Das hier. Ja, und jetzt machen wir das als Dampfgarer rein. So, jetzt sind die Fische da drin. Das müssen wir noch schnell alles einstellen. Dazu machen wir uns leckere Kartoffeln. Die schneiden wir so in. Dazu machen wir so leckere Kartoffeln. Kochen wir im Wasser. Kartoffeln schon geschnitten. Jetzt müssen wir noch aufkochen. Der Fisch muss noch gar werden und danach gehen wir auch schon essen. So, die Kartoffeln sind jetzt schon fertig. Der Fisch ist auch ganz lecker geworden. Und jetzt gehen wir auch schon essen. So, das ist heute unser Essen. Der Fisch. Ich
lecker geworden. Wir feiern dann mal immer mit Salz und Butter und dann gehen wir essen. So, bis zum nächsten Mal.